Vor nicht allzu langer Zeit hat Shure mit seinem MV7 eine günstige Alternative zu ihrem legendären Dauerbrenner, dem SM7B, herausgebracht. Als hybrides XLR- und USB-Mikro, ein außergewöhnliches Mikrofon, das ohne weitere Hardware funktioniert und ein paar Extra-Features bietet. Nun kommt mit dem MV7X eine abgespeckte und noch günstigere Variante dieses Mikros heraus. Worin es sich zum MV7 unterscheidet und wie es im Vergleich zum legendären SM7B klingt, das erfahrt ihr wie immer hier. In Sachen Lieferumfang gibt es hier die absoluten Basics. Das Mikrofon kommt mit einer festmontierten Halterung und einem kleinen Reduziergewinde vom 5/8 auf den 3/8 Zoll Standard daher. Wie schon das MV7 ist auch diese Variante hervorragend verarbeitet, besteht komplett aus Metall, wobei es gerade im Vergleich zum SM7B eher leicht wirkt. Im Gegensatz zu diesem ist außerdem das Gewinde zur Montage starr und selbst nicht drehbar, was beim großen Bruder nochmal für einen extra Komfort gesorgt hat. Mit seiner angeschraubten Aufhängung lässt sich das Mikrofon zur optimalen Positionierung neigen und durch die seitlichen Schrauben feststellen. Eine minimale Einschränkung kann hier lediglich das Kabel sein, dessen Anschluss nicht elegant wie beim SM7B ausgelagert ist, sondern sich wie beim MV7 auf der Rückseite befindet. Und genau da finden wir auch den größten Unterschied zum MV7. Das X steht nämlich schlicht für XLR. Das heißt, es wurde auf den USB- und den Kopfhöreranschluss verzichtet. Stattdessen gibt es hier eben nur einen einfachen XLR-Anschluss. Ebenso fehlt auf der Oberseite die Touchfläche, die beim MV7 die grundlegende Bedienung im USB-Modus ermöglicht hat. Damit fallen aber leider auch die über Software verfügbaren Features wie der Low-Cut-Filter oder der Höhenboost weg. Analoge Alternativen wie beim großen SM7B gibt es hier leider nicht. In Bezug auf die restliche Technik ist das Mikro mit dem MV7 weitestgehend identisch. Unter dem Schaumstoffschutz befindet sich ein kleiner Mikrofonkorb. Darunter liegt die Kapsel, die am Ende den Schall umwandelt. Der kleine Korb ist dabei zusätzlich mit Schaumstoff ausgekleidet, um die Kapsel auch bei Nahbesprechung vor Plosivlauten zu schützen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, dazu kommen wir gleich. Genau wie das MV7 und das SM7B benötigt auch das MV7X einen relativ potenten und sauberen Vorverstärker. Rund 50 Dezibel sollte dieser mindestens liefern. Je nach Abstand und Sprechlautstärke sind aber auch weitere Reserven nicht verkehrt, sodass sich für einige Fälle Inline-Preamps wie ein Fathead anbieten. Sehr praktisch, aktuelle Streaming-Hardware wie das Go XLR, das Go XLR Mini oder auch das Elgato Wave XLR bieten allesamt genügend Power, um mit diesem Mikrofon einen ordentlichen und sauberen Pegel zu bekommen. Kommen wir damit zur Praxis. Wie üblich konntet ihr dieses Mikrofon bereits das ganze Video über in unbearbeiteter Reinstorm hören. Es weist die typische Klangcharakteristik eines dynamischen Mikros auf. Klingt damit leicht dumpf, hat aber gleichzeitig auch einen leichten Höhenboost, gerade im Vergleich zum SM7B. Der Klang ist damit quasi identisch mit dem MV7 im XLR-Betrieb, sodass hier zwischen höchstens Nuancen liegen. Für meinen Geschmack klingt es aber bei mir ein wenig nasal. Trotz des ganzen Schaumstoffs sind Plosivlaute leider nicht die Stärken des Mikrofons. Daher habe ich es hier leicht seitlich vor mir positioniert, um das zu vermeiden. Gerade wenn ihr es ja nah besprecht, wie ich es jetzt zum Beispiel tue, gibt es schnell typische Probleme eben mit P- und T-Lauten. Gleichzeitig könnt ihr jetzt auch mal kurz den Nahbesprechungseffekt hören. Mein Rat wäre daher, wenn ihr so ein Mikrofon benutzt, positioniert es lieber leicht seitlich von euch, um so den bestmöglichen Klang herauszuholen und gleichzeitig Poplaute zu vermeiden. Was es ebenso mäßig macht, ist die Abschirmung von Tritt- bzw. Berührungsschall. So ziemlich alles, was ihr berührt, was in direkter Verbindung mit dem Mikrofon steht, wird auch direkt auf die Kapsel übertragen und hört man entsprechend dann auch in der Aufnahme. Wieder recht gut gelungen ist dafür die Abschirmung gegenüber seitlich eintreffenden Schall, wie Raumhall oder auch Geräuschen von Tastaturen. Vorausgesetzt, das Mikrofon ist entkoppelt. Probieren wir das einfach mal kurz aus mit meiner mechanischen Gaming-Tastatur, die sich gerade mal 30 cm daneben befindet. Und wie man hören kann, macht es eine durchaus gute Figur. Drehen wir zudem noch eine kleine Runde um das Mikrofon, damit ihr hören könnt, wie der seitliche Schall aufgenommen wird. Und insgesamt macht es dahingehend eine wirklich gute Figur, denn ein Großteil von dem, was ihr gerade hört, sind Reflexionen, die quasi wieder direkt auf die Kapsel treffen und weniger der direkt aufgenommene Schall von hinten. Insofern macht es eine durchaus gute Figur. Machen wir abschließend noch einen Direktvergleich zum großen Shure SM7B. Und das könnt ihr ab jetzt unter identischen Bedingungen hören. Der Klang ist etwas sanfter in den Höhen und wirkt allgemein seidiger und einfach runder. Selbst mit ab jetzt aktivierten Höhenboost bietet das MV7X mehr Schärfe im oberen Bereich. Ob einem das gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Insgesamt handelt dieses Mikrofon Plosivlaute etwas besser. Aber auch hier bietet sich eine leichte Off-Axis-Positionierung an, um Probleme gänzlich zu vermeiden. Damit zurück zum MV7X. Der Klang ist hier schon mal merklich anders ausgeprägt, eben mit direktem Fokus auf Stimmaufnahmen. Jetzt gibt es aber noch einen wichtigen Punkt, den ich mir gerne mit euch anschauen möchte. Aktuell betreibe ich das MV7X an einem Yamaha AG03. In der Kombi ist es natürlich eine Ecke teurer als das MV7, das keine weiteren Hilfsmittel zum Loslegen benötigt.
Das MV7 liegt aktuell bei 240 Euro, das MV7X dagegen bei 170. Daher ist es eine durchaus berechtigte Frage, ob es auch eine günstige Mischpult- oder Interface-Variante gibt, mit der man vielleicht sogar noch günstiger ans Ziel kommt. Zu dem Zweck hört ihr ab jetzt das MV7X über ein mit 50 Euro doch sehr günstiges Behringer Xenix Q502 USB, einem absoluten Einsteigermischpult mit integriertem Audio-Interface. Die Qualität an sich ist zwar eher im Bereich okay, für reine Sprachaufnahmen oder auch im Stream durchaus eine Alternative, die die meisten Zuschauer nicht raushören werden. Zudem habe ich hier jetzt noch zwei Aufhübschungsmöglichkeiten. Und zwar habe ich hier zum einen einen Einknopfkompressor, der kann das ganze Signal etwas verdichten, was gerade im Stream sehr praktisch ist. Und ich habe zumindest einen Zweiband-Equalizer, der kann hier für mehr Klarheit sorgen und eben auch durchaus für mehr Bass, was gerade hier in diesem Bereich gerne gewollt ist. An sich eine durchaus passable Alternative, gerade für den Preis. Denn insgesamt sind wir immer noch günstiger als die USB-Variante. Kommen wir damit zum Fazit. Das MV7X ist quasi die neue Alternative für all jene, die wissen, dass sie ohnehin auf den USB-Anschluss verzichten wollen. Als günstige Alternative mit einem einfachen Mixer, aber auch generell eine Option, wenn ihr euch nicht vor zusätzlicher Hardware scheut. Was haltet ihr vom MV7X? Würdet ihr ohnehin lieber auf XLR setzen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.